Wir haben im Januar 2004 zum ersten Mal das Festival im Bürgerhaus Seepark veranstaltet. Dann waren wir 5 Jahre im Bürgerhaus Seepark zu Gast und im 6. Jahr 2009 sind wir dann hier ins Konzerthaus umgezogen. Als ich damals eben gefragt wurde, ob wir das Festival nicht auch im Konzerthaus machen wollen, dann hatte ich mir niemals vorstellen können, dass mit diesem Medium man so einen großen Saal füllen kann. Wir machen es jetzt seit Jahren, sind die Vorträge manchmal schon ein halbes Jahr im Vorfeld ausverkauft. Begonnen haben wir mit 3.500 Festivalbesuchern 2004 und das letzte Festival 2020 waren wieder über 20.000 Festivalbesucher. Also ich erinnere mich noch gut und gern zurück, wie ich damals 4 Leica-Dia-Projektoren vor mir hatte und heute ist es ein 20.000 Ansilumen-Projektor auf 14 Meter Leinwand. Also mit unseren Live-Reportagen möchten wir ein Stück Weltkenntnis nach Freiburg bringen und der große Unterschied zu Kino, Netflix, Reiseführern ist natürlich, dass der Referent live auf der Bühne steht, berichtet von seinem Erlebnis, dass er Bücher signieren kann, dass man auf eine große Leinwand blickt, dass man gemeinsam mit Freunden hingeht, dass man vorher was trinken kann, es gibt eine Pause und vieles mehr. Das macht es einfach immer noch aus, einen Vortrag auf der Mundologie anzuschauen. Wir sind begeistert immer wieder, wenn wir auf der Bühne stehen können, die Besucher kommen und wir immer noch es schaffen, mit diesem doch eigentlich alten Medium, viele sagen immer noch, es sind Dia-Vorträge, die Menschenmassen zu begeistern. Und deshalb stehen wir jeden Tag auf, arbeiten hart daran, dass wir ein tolles Festivalprogramm zusammenstellen, eine gute Reihe wieder, ein gutes Team haben, um die Besucher zufriedenzustellen. Markus Lanz kommt, Reinhold Messner war da. Solche großen Namen, da können wir uns schon noch ein paar vorstellen die nächsten Jahre. Und begrüßen Sie jetzt mit mir die Bergsteigerlegende Reinhold Messner hier im schönen Konzerthaus in Freiburg. Dankeschön.